Die Situationalisierung bildet weiter die Basis, aber wir ergänzen jetzt die Situationalisierung um die Personalisierung. In dem Fall ist es bei uns das Preiscluster jetzt in dem Beispiel. Wir haben auf der linken Seite jemand, der eher hochpreisig kauft, auf der rechten Seite eher mittelpreisig. Sie befinden sich auch in einer anderen Situation. Otoscope spielt jeweils für diese Kundengruppe die optimalen Artikel aus. Und wir wissen einfach nur denen, die hochpreisig kaufen, teure Artikel anzuzeigen, das funktioniert nicht. Der Ansatz von Otoscope hingegen mit dem kollaborativen Filtering hat hier tatsächlich nochmal eine deutliche Verbesserung gebracht. Großartige Zahlen, vor allem Mobile, mit einem 18% höheren durchschnittlichen Auftragswert, 20% mehr Nachfrage und nochmal deutlich niedrige Bounce-Raten und auch die Session-Länge ist im Vergleich zu unserer normalen Top-Seller-Logik einfach viel besser.